liebe Kinder, ich heiße euch heute herzlich willkommen zu Schlag den SVOler. In unserer neuen Sendung geht es darum, jede Woche einen Mitarbeiter vom SV Oberelchingen in verschiedenen Disziplinen zu schlagen. Die Disziplinen werden jede Woche andere sein. Und diese Woche darf ich unseren ersten Kandidaten begrüßen, Michael. Hallo. Hi, Michael. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Wie fühlt man sich so als erster Kandidat in unserer neuen Sendung? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber natürlich auch ziemlich selbstbewusst, weil ich weiß natürlich, ich werde das Ding hier rocken. Alles klar, da bin ich mal gespannt. Ab jetzt übernimmt Michel die Erklärung der Aufgaben und ich wünsche euch viel Spaß und heizt ihm richtig ein. Okay, dann fangen wir gleich mal mit der ersten Übung an. Die erste Übung, die ich mir ausgesucht habe, sind Kniebeugen. Da zeige ich euch erstmal, wie wir die machen. Wir stellen uns ein bisschen breitbeinig hin, etwas schulterbreit würde ich sagen. Und dann gehen wir immer schön nach unten und wieder nach oben. Ganz auch von der Seite zeigen. Und wenn ihr runter geht, schaut, dass ihr auch mit dem Po ziemlich weit nach unten geht. Nicht, dass ihr hier schon aufhört. Okay, dann machen wir jetzt 20 Kniebeugen als erste Übung. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, ich hoffe, ihr habt die Zeit von mir nicht gebrochen und ihr wart ein bisschen langsamer als ich. Und dann machen wir jetzt gleich die zweite Übung. Als zweite Übung machen wir Liegestütz. Bei dem Liegestütz ist es ganz wichtig, dass ihr die Liegestütz immer, also bei der Wiederholung, immer eine kurze Pause am Boden habt. Ich zeige es euch gleich mal, wie wir die heute machen. Wir gehen erst runter, legen unseren ganzen Körper auf den Boden ab und heben die Arme an. Und dann machen wir die zweite Wiederholung. Wieder hoch, runter und die Arme anheben. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Und von den Liegestützen machen wir 10 Stück und ihr stoppt wieder die Zeit. Und los. Okay, da haben wir die Liegestütze gemacht und als nächste Übung machen wir Beinheben. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, eine Matte herholen, aber es geht auch ohne. Dann legen wir uns mit dem Rücken auf die Matte. Die Arme platzieren wir seitlich vom Körper und, oder so, ist euch egal, und wir heben die Beine gestreckt an. Gehen ungefähr wie eine Kerze nach oben. Und dann lassen wir die Beine wieder bis zum Boden kommen. Okay, davon machen wir 20 Stück. Und los! Okay, dann haben wir die Übung auch gemacht. Ich hoffe, ihr habt wieder eure Zeit gestoppt. Und dann kommen wir zur vierten Übung. Die vierte Übung sind Seilspringen. Da könnt ihr euch ein Seil herholen. Ihr könnt auch zum Beispiel Klopapier nehmen oder irgendwas anderes, was ihr auf den Boden legen könnt und euch nicht behindert. Und dann springen wir immer mit beiden Beinen
von links nach rechts und wieder zurück. Und das machen wir 40 Mal. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, da haben wir die Seitensprünge geschafft. Und als letzte Übung machen wir Burpees. Aber bei den Burpees machen wir keine Liegestütze, sondern wir gehen nur in die Liegestützposition. Das heißt, wir gehen bei den Burpees runter, halten die Position hier, die Beine wieder anziehen und einstrecken. Und dann wieder nach unten in die Liegestützposition, die Beine anziehen und den Strecksprung. Davon machen wir 10 Stück. Auf die Plätze, fertig, los! Geschafft. Dann will ich mal sehen, ob ihr mich geschlagen habt in den ganzen Übungen. Am besten schreibt ihr eure Zeit in die Kommentare. Ja, Michael, vielen Dank für deine tolle Performance. Ich hoffe, ihr streckt euch richtig an und zeigt dem Michael mal, wie man das richtig macht. Ich habe zum Beispiel gesehen, er hat nur 39 Sprünge von Seite zu Seite gemacht. Das könnt ihr bestimmt besser. Ich werde auf jeden Fall die Zeit wieder mal eingeblendet, wie lange der Michael gebraucht hat. Ihr vergleicht eure Zeit in der jeweiligen Übung mit seiner Zeit. Und ich bin mir sicher, in ein oder zwei Übungen könnt ihr ihn auf jeden Fall schlagen. Viel Spaß beim Wettkampf und wir sehen uns demnächst bald wieder zu Schlag den SV Oder. Ciao. Ciao.